So, herzlich willkommen. Mein Name ist Till Winkler. Ich bin der Gründer von Scopus Nova und heute möchte ich gerne mit Ihnen über Kommunikation reden. Wir haben in der Vergangenheit viel über Methoden gesprochen. Es gibt für den Bereich UX-Design und Usability-Testing natürlich verschiedene Methoden, die sinnvoll sind, die man nutzen kann. Allerdings bekomme ich in letzter Zeit von meinen Kunden und potenziellen Kunden auch durchaus recht viel Frust zurückgespielt. Dass der Chef und die Kollegen das Ganze nicht so richtig verstehen und irgendwie dringt man nicht so richtig vor, obwohl man das eigentlich möchte. Und an der Stelle möchte ich recht günstig quasi ein Zitat bemühen. Die beste Möglichkeit, sich quasi darum zu kümmern, ist der Dialog, die Kommunikation. Und aus dem Grund möchte ich gerne heute die Zeit nutzen und mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen. Denn ich habe das Gefühl, wahrscheinlich alle Personen, die gerade in diesem Webinar sitzen, kennen die Methoden, wissen, wo sie das nachlesen können. Aber die Expertise und Methoden ist eben nicht alles. Man braucht Kommunikation, man braucht eine gewisse Kultur. Und da wir diejenigen sind, die jetzt gerade sprechen und mal anfangen, fangen wir einfach mal an. Die Ausgangsbasis ist ja eigentlich recht simpel. Ich muss es formulieren. Der UX-Research wird aus Projekten ausgeschlossen. Ich habe sehr häufig gehört, dass der UX-Researcher oder der Marktforscher gesagt hat, naja, bei Projekt 1, 2 klappt das schon ganz gut. Da führen wir regelmäßig Tests durch und die Stakeholder und Projektleiter verstehen auch, warum wir das machen. Aber bei den Projekten 3 bis 6 werden wir überhaupt nicht so richtig dazugeholt. Das ist sehr, sehr unschön, weil es ja wichtig ist. Dann bekommt man natürlich häufig zu hören, wir haben da keine Zeit für und kein Budget für, denn Ideen und Maßnahmen werden schon am Meetingtisch verabschiedet, obwohl der Nutzer da noch gar nicht dabei war. Man wird einfach zu spät involviert und Kollegen, teilweise auch der Chef, die verstehen es einfach nicht. UX ist ein sehr emotionales Thema und sehr begeisterndes Thema, sehr empathisches Thema. Und wenn Sie die Person sind, die das bei sich im Unternehmen vorantreiben will, was ich vermute, denn Sie hören mir jetzt gerade zu, dann nervt das einfach. Es nervt. Warum verstehen denn die anderen nicht, dass das so, so wichtig ist? Und genau darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Und es gibt zwei Punkte. Ja, warum ich? Ja, weil einer damit anfangen muss. Und Sie wahrscheinlich für sich schon verstanden haben, was UX Research eigentlich bedeutet und wie wichtig es ist, nah am Nutzer zu arbeiten. Und dass nutzernahes Entwickeln oder User-Centricity, Customer-Centricity eben keine Floskel ist, sondern etwas, was man ernst nehmen muss und eigentlich auch jeden Tag in den Alltag integrieren muss. Und jetzt ist die Frage, wie ändern wir das? Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie das passieren kann. Und da spreche ich jetzt über unseren eigenen Prozess bei uns in der Firma, aber auch von den ganzen Gesprächen, die ich geführt habe mit Kunden und Nichtkunden, über die Art und Weise, wie versucht wird, UX Research oder UX Design auch als Konzept im Unternehmen bei denen zu erklären. Die Skalenpunkte an dieser Stelle, die Enden der Dimension, die habe ich mir selber überlegt, das ist kein Modell, von daher bitte nicht zitieren, aber wir haben einmal die Martin Luther King Methode, immer wieder reden, immer überzeugen, auch wenn man dafür gehasst wird, immer dranbleiben und immer wieder seinen eigenen Schatten überspringen und sagen, das kriegen wir hin. Auf der anderen Seite haben wir einen General, General MacArthur war, glaube ich, der versucht hat, den Kommunismus zu vertreiben aus Amerika, der nie da war, einfach Strukturen durchdrücken, Prozesse auf die Kriegstrommel hauen und sagen, du musst das so machen und wenn du es nicht machst, dann werden wir hier alle untergehen. Und es handelt sich ja bei dem Thema User Experience um ein sehr emotionales Thema, um ein sehr affektives Thema. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir uns an dieser Stelle weit links verorten sollten. Das ist also der Weg, wie ich ihn für richtig halte, wie wir das Thema UX Research besser an Kollegen, an Unternehmen und auch an verschiedene Teams integrieren können. Denn, wie schon gesagt, es ist ein sehr emotionales Thema. UX, obwohl es eigentlich sehr, sehr leicht ist, also es ist die emotionale Erfahrung eines Nutzers bei der Interaktion mit einem Produkt oder einer Marke, ist es dann doch sehr, sehr abstrakt und nicht jeder hat es verstanden. Ich ärgere mich manchmal selber ein bisschen darüber, denn da gibt es Leute, die arbeiten seit 20 Jahren sehr gut in ihrem Unternehmen und sind aber vielleicht provisioniert auf Anzahl entwickelter Features, auf geringe Fehlerquote, auf Profit und auf einmal
kommen Kollegen um die Ecke, die gerade aus ihrem Flieger aus dem Silicon Valley steigen und sagen, naja gut, das muss jetzt alles Agile sein, ich habe Scrum verstanden, wir müssen UX-Designer einstellen und tausend andere Worte. Und irgendwie, es ist eigentlich ein sehr, sehr leichtes Thema, aber ich glaube, die Blockade wurde relativ hoch aufgefahren, damit man Leute damit auch durchaus einfach mal verschrecken kann. Und weil es eigentlich ein einfaches Konstrukt ist, was aber nicht gut verkauft wurde in den letzten Jahren, nicht immer zumindest, glaube ich, dass wir mit der Kommunikation auf jeden Fall an der richtigen Stelle sind. So wie Martin Luther King das möglicherweise gemacht hätte. Und in diesem kurzen Webinar möchte ich mit Ihnen über 5 Aspekte der Kommunikation sprechen oder Bereiche und denke, dass Sie dort auch ansetzen können. Generell bin ich für Diskussionen immer offen, denn auch ich möchte mich der Kommunikation nicht verschließen. Wenn Sie Fragen im Webinar haben, nutzen Sie den Chat. Danach können wir auch natürlich gerne noch darüber sprechen. Also, der erste Block ist erstmal ein Let's Get Started. Wie kriegt man Kollegen überhaupt dazu, das Thema UX für sich zu entdecken? Welche Schritte gibt es da? Was kann man da machen? Wie stelle ich mir das vor? Dann haben wir natürlich den Kommunikationsablauf in einem Test. Ganz beliebt ist immer die Frage, warum soll ich eigentlich testen? Wieso, was bringt mir das überhaupt? Dann ist natürlich die Frage, wie kommuniziere ich im Projekt als UX-Researcher, als Marktforscher? Wie kommuniziere ich die Ergebnisse? Und letzten Endes, wenn man mal einen Test oder ein Projekt durchgeführt hat, wie geht es eigentlich weiter? Und über diese 4 beziehungsweise 5 Punkte möchte ich kurz mit Ihnen sprechen. Teil 1, let's get started. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, einen Schritt zurückzugehen und nochmal von vorne anzufangen. Nicht alles, was wir gelernt haben, müssen wir an dieser Stelle vergessen. Das ist auch Quatsch. Aber ich glaube tatsächlich, die Personen, die bislang noch nicht on board sind auf dem UX-Train, es ist nicht so, als hätten die davon nie was gehört. Ich glaube, es ist aber tatsächlich so, dass es inzwischen so groß ist, so gehypt, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen müssen. Also was ist eigentlich UX und was ist es nicht? Ja, in der IT-Entwicklung werden agile Methoden und auch Sprints verwendet, um schneller an Sachen ranzukommen. Und ein wichtiger Bestandteil ist Nutzernähe an der Stelle. Aber das heißt nicht, dass User Experience gleich agil, gleich Scrum ist. Das ist es eben nicht. Und ich glaube, wenn man anfangen will, intern zu verkaufen oder zu kommunizieren, dass, wenn der Nutzer ein positives Erlebnis hat, dass alle davon profitieren und dass man deswegen dieses Ziel in den Mittelpunkt stellen sollte, dass das erstmal ein guter Anfang ist. Auch das wird auch nicht leicht zu verstehen sein. Aber wenn man das geschafft hat, dann kann man sich den Punkten Agil und Scrum zuwenden. Dann, ich wurde eben von einem Kollegen gefragt, warum ich jetzt hier hinschreibe, UX sei was Einfaches, das würde unseren Job ja ein wenig schmälern. Das sehe ich nicht so. Aber das Konstrukt User Experience, das ist was Einfaches. Es ist der Aha, der Wow, der ich glaube diesem Produkt Moment, den jeder Nutzer erfährt. Und das an und für sich im Kern ist schon etwas sehr Einfaches. Und ich glaube, wenn es um Begeisterung geht, darum Kollegen zu überzeugen, dann müssen wir mit dem kleinen Senfkornhoffnung sozusagen anfangen und nicht quasi alles auffahren, was wir jetzt im Silicon Valley gelernt haben. Dann ist es sicherlich auch sehr relevant zu zeigen, wie einfach und wie schnell man testen kann. Das ist dann doch wahrscheinlich eine kleine Methodenpräsentation, aber ein Usability-Test über einen Tag ist eigentlich recht zügig aufgesetzt. Ja, es gibt natürlich deutlich komplexere Varianten, das weiß ich alles, ist ja auch immerhin unser Job, aber ruhig den Kollegen zeigen, so schnell kannst du an Feedback kommen. Ich war neulich bei einem Kunden und habe mit deren Entwicklungsteam zusammengearbeitet. Die machen seit 2 Jahren eigentlich gute Arbeit und die sind alles furchtbar nette Leute. Und nie von denen hat einer mit einem Kunden mal geredet. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Und dabei war es so simpel, einfach die Kunden und die Entwickler irgendwie zusammenzubringen und zu sagen, hier, guck dir das mal an. Natürlich gestützt durch uns, aber sie waren selber überrascht davon, wie schnell man Feedback erlangen kann innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Dann ganz klar natürlich in Ihrer Rolle vermutlich als Marktforscher oder UX-Researcher Unterstützung anbieten.
Mir ist es natürlich am liebsten, wenn Sie uns einfach anrufen und wir machen das, aber auch intern kann man natürlich unterstützen mit, wie läuft eine Rekrutierung, wie kannst du Interviews durchführen, welche Punkte sind dabei wichtig? Zum Beispiel höre nicht auf das immer, was der Nutzer sagt, aber beobachte ihn einfach, lerne zwischen den Zeilen zu lesen und das kann man auch üben. Ich habe einen Workshop mal gehalten bei einem Kunden im Norden und ich habe über Methoden gesprochen und auch darüber, warum UX eigentlich ein sehr wichtiges Konzept ist. Und dann habe ich die Usability-Tests selber durchführen lassen mit Kollegen, gestützt durch uns, aber sie haben es selber durchgeführt. Ich habe gedacht, furchtbar langweilige Aktion in diesem Tagesworkshop, die müssen sich ja nur sich selber befragen, kauft mir ein bisschen Zeit und ich muss nicht so viel vorbereiten. Die sind komplett anders aus diesem Workshop rausgegangen, weil sie selber erfahren haben, wie es ist, Fragen zu stellen und weil sie selber erfahren haben, wie es ist, einen Nutzer zu beobachten. Das war unglaublich. Ich war wirklich, wirklich überrascht. Und das an der Stelle ist ja wichtig. Dann keine E-Mail-Erläuterung. Schreiben Sie keine E-Mail und sagen, liebe Kollegen, ich wollte euch nur sagen, UX ist wichtig. Es ist ein emotionales Thema. Es ist etwas, was man erleben muss. Und deswegen sollte man es am besten in einem Workshop oder in irgendwas anderem eventmäßigem den Nutzern oder ihren Nutzern erklären. Auch das ist ein wichtiger Punkt, darf man nicht vergessen. Ängste nehmen. Wir arbeiten nicht alle mit 25- bis 35-jährigen Personen zusammen, die das Konzept komplett durchdrungen haben und offen sind. Wir arbeiten auch manchmal mit Kollegen aus der Entwicklung oder im Management, die ihren Job seit 20 bis 30 Jahren sehr, sehr gut machen. Und ich will nicht sagen, dass das ängstliche Personen sind, aber dieses Thema, hey, mach ruhig Fehler, teste ganz häufig, lern, du lernst da draus, steht einfach der Kultur, die sie 20 bis 30 Jahre gelernt haben, einfach ein bisschen entgegen. Und ein Stück weit ist das hier Change Management. Oder, ach, Change Management ist auch irgendwie doof, aber man möchte ja Nutzer dazu bewegen, umzudenken. Und wenn zu viel Angst, Sorgen da sind, dann muss man die auf jeden Fall versuchen zu nehmen. Ja, das muss ich kaum noch erwähnen. Haben Sie Verständnis und Empathie. Und das Wichtigste, aber vermutlich auch frustrierendste an der Stelle, immer wieder darauf hinweisen, dass das wichtig ist und warum das wichtig ist. Neulich mit einem alten Professor von mir gesprochen, der ich weiß gar nicht genau, wie sein jetziger Titel lautet, aber sagen wir mal Head of UX bei einem großen Unternehmen arbeitet. Und ich fragte ihn, wie läuft's eigentlich? Wie kriegst du die ganzen Kollegen dazu, auf dich zu hören? Und er hat gesagt, jetzt so nach 4 Jahren sind wir langsam da. Ein paar verstehen es immer noch nicht, aber seit 4 Jahren rühre ich die gleiche Trommel und jetzt sind wir langsam am Ziel. Und ja, vermutlich ist es mit einem Workshop einfach nicht getan und Sie müssen das Thema immer und immer wieder nach vorne bringen. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist frustrierend. Aber lassen Sie sich davon einfach nicht abkriegen, denn es gibt letzten Endes keinen anderen Weg. Und wenn Sie schon angefangen haben, dann machen Sie am besten einfach noch weiter. Das sind so ein paar Ideen von Kunden, die diesen Let's Get Started Weg heute schon gehen. Ich weiß, BMW hat Lunch and Learn Sessions, wo sie Gastvorträge quasi einladen, ein paar Brötchen mitbringen und sich dem Thema so auf angenehme Art und Weise nähern. Interne Sales-Touren, wo UX-Researcher mit Videos und Charts bewaffnet quasi durchs Gebäude ziehen. Spontane Vorträge und natürlich ausgearbeitete Workshops. Ruhig mit Vorherbefragungen, was habt ihr von dem Thema schon gehört, was ist euch wichtig, welche Ängste habt ihr, dann den Workshop und dann ruhig Follow-up und das Gleiche nochmal in 2 Monaten. Also da auf jeden Fall sehr stringent dranbleiben, das sind jetzt nur so ein paar Ideen. Und dann ist natürlich noch immer die liebste Frage, Sie haben das jetzt Ihren Kollegen erklärt, warum das wichtig ist, die haben das geschluckt und dann geht es aber an die Projektplanung, an die Budgetplanung, an die Zeitplanung. Und dann kriegen Sie die Frage, warum soll ich eigentlich nochmal überhaupt testen? Ich habe für mich 2 Argumente gefunden, wo mir zumindest noch keiner widersprochen hat. Erstens, wenn man das Konzept von nutzerzentriertem Entwickeln verstanden hat, User-Centered Design, dann könnte man einfach darauf hinweisen, dass 50% des Wortes User Experience aus dem Wort User bestehen. Und nutzerzentriertes Entwickeln geht nur mit dem Nutzer. Es geht leider nicht ohne, sonst ist es für den Nutzer entwickelt, aber nicht mit dem Nutzer im Fokus entwickelt.
ein einfacher, blöder Satz, aber tatsächlich ist es einfach so. Wenn man das Konzept verstanden hat, muss man sich dem nähern, dass der Nutzer in einer schnelllebigen digitalen Welt, die vollgesäumt ist mit Wettbewerbern aus internationalem Umfeld, auch entwickelt. Der Nutzer, den Sie im Januar befragen, wird nicht der gleiche sein, der im Dezember ist. Und deswegen können Sie nicht im Januar sagen, alles klar, wir starten und liefern das Produkt im Dezember, weil der Nutzer entwickelt sich auch. Und es kann sein, dass Sie auseinanderdriften vom Entwicklungsplan und vom Nutzerverhalten. Von daher ruhig den Nutzer im Fokus behalten, dann kann man sich in die gleiche Richtung entwickeln. In der Beziehung reden Sie ja wahrscheinlich auch mehrmals pro Jahr miteinander, vermutlich. Dann, häufiges Testen ist etwas teurer und dauert auch etwas länger, auf den ersten Blick. Wenn Sie ein digitales Produkt haben oder vielleicht haben Sie ein Hardware-Produkt, dann ist es sogar noch schlimmer. Dann wissen Sie, einen Fehler hinterher zu beheben, zum Beispiel nochmal in den kompletten Code reinzugehen und Grundfunktionen anzupassen oder das Template zu ändern, ist viel, viel teurer, als etwas zu Beginn des Entwicklungszyklus nochmal zu überarbeiten. Wenn Sie ein Produkt haben, was Sie launchen und auf den Markt bringen, irgendwie für den Baumarkt oder vielleicht ein Auto, dann haben Sie sogar komplett verloren, weil das kriegen Sie kaum noch hin, das wieder zurückzurufen, zu reparieren und so weiter und so fort. Dann ist es einmal da draußen. Und das muss man sich einfach zu Gemüte führen, dass manche Fehler unglaublich teuer sind zu reparieren und teilweise auch gar nicht mehr repariert werden können. Von daher, die Kosten für Fehlerbehebung sind vor einem Launch einfach deutlich, deutlich geringer als danach. Und das ist ein weiterer sehr guter Grund dafür, dass man am Nutzer entwickeln sollte. Dann gibt es natürlich immer noch die Frage, wann soll ich überhaupt testen? Wir zeigen da immer ganz gerne diese Grafik. Es gibt eine Idee und die sollte man überprüfen, denn bevor Sie anfangen loszulaufen, überprüft man in der Regel immer, ob man in der richtigen Richtung steht. Dann nach dem Konzept würden wir nur so eine Art UX-Einschätzung quasi empfehlen. Während der Entwicklung, spätestens nach dem MVP, gibt es immer kleinere Usability-Tests und vor dem Launch empfiehlt es sich, so eine Art K.O.-Test auch noch durchzuführen. Können wir damit wirklich live gehen? Ich hatte schon leider zweimal den Fall, dass wir diese Frage beneinen mussten nach einem K.O.-Test, weil die Usability-Tests entsprechend fatal ausgefallen sind, beziehungsweise die Ergebnisse. Und einem Kunden hatten wir geraten, lass es, warte noch ein bisschen, überarbeite das nochmal. Er hat auch auf uns gehört. Und die sind mit einem neuen, komplett überarbeiteten Produkt irgendwie 6 Monate später live gegangen. Und der andere Fall, den wir da hatten, der wurde nicht auf uns gehört. Gab sicherlich auch gute Gründe dafür, aber leider hat das relativ viele Kunden gekostet, weil das Produkt einfach sehr, sehr schlecht war und leider darüber hinaus auch noch sehr, sehr teuer. Die haben aber auch zum Beispiel nur diesen K.O.-Test durchgeführt und sonst vorher nichts. Die wollten quasi an den Nordpol laufen, sind eigentlich in der Mongolei gelandet und haben uns dann gefragt, wo sie von der Richtung stehen. Wir haben sie dann quasi nach Skandinavien geschickt, aber so richtig haben wir es dann auch nicht mehr geschafft. Von daher ist es schon wichtig, diesen Kompass zu haben, um immer auf der richtigen Spur zu sein. So, wie kommuniziert man nun im Projekt? Sie haben jetzt den Kollegen überzeugt, das müssen wir machen. Zu den Zeitpunkten macht es Sinn, der hat es auch verstanden. Wie kommuniziert man nun im Projekt? Erstens, setzen Sie das Testsetting gemeinsam auf. Das ist ein bisschen wie der bekannte IKEA-Effekt. Wenn Sie das Regal aufbauen, dem Kollegen hinstellen und sagen, da ist es, dann sagt er, danke für das Regal. Wenn er es selber aufbaut, ist es sein Regal. Und deswegen, auch wenn Sie versuchen wollen, das Testsetting in eine gewisse Richtung zu manipulieren, das ist okay, aber versuchen Sie, die Stakeholder mit dazu zu holen, wenn es darum geht, den Leitfaden zu entwerfen, die Zielgruppe auszuwählen, wegen mir auch den Namen für die Studie auszuwählen. Usability-Test, Website-Prototyp 3.8.0 kann man machen, man kann es auch Ninja-Studie nennen. Es sind alles nur so Kleinigkeiten, damit die Kollegen an Bord sind, das verstehen und irgendwie auch mit Begeisterung dabei sind. Denn, das werde ich Ihnen später nochmal mit ein paar Ausrufezeichen sagen, Sie haben UX alle verstanden, das ist cool. Was wir hier gerade machen,
ist Ihren Kollegen oder Ihre Kollegen oder Chefs oder Mitarbeiter zu nehmen und zu sagen, das sind die Nutzer, ich verkaufe das Produkt. Also sind wir jetzt gerade dabei, eine angenehme User Experience für die Kollegen, Chefs und Mitarbeiter zu generieren. Deswegen ist es wichtig, die einfach mit dazu zu holen. Dann die Erwartungen an die Ergebnisse von Beginn klären. Sollte man wahrscheinlich bei jeder Studie machen, aber gerade im Kontext von UX Research, wenn damit schnell gearbeitet wird und der Nutzer im Fokus steht, dann sollte es etwas mehr in den Vordergrund rücken, dass man das auch wirklich tut. Dann das Allerwichtigste, was Sie machen können, und es ist vermutlich auch das Leichteste, setzen Sie die Kollegen hinter die Scheibe oder besorgen Sie sich auf jeden Fall einen Livestream oder wenn Videos aufgezeichnet werden, schneiden Sie das Video zusammen oder lassen sich das schneiden und zeigen es den Kollegen. Setzen Sie denen die reale Nutzerreaktion vor. Denn eine PowerPoint-Folie mit Bullet Points, Schriftgröße 14, nicht mehr als 7 Wörter pro Zeile, kriegt das nicht so kommuniziert wie der Nutzer, der selber da sitzt und sagt, das ist großartig. Oder das ist überhaupt nicht großartig. Das ist sehr, sehr wichtig, das erlebbar zu machen. Dann die Erkenntnisse der Stakeholder. Oh, da ist mir ein peinlicher Rechtschreibfehler passiert. Na gut, vielleicht halten diese Leute auch ein Steak. Die Erkenntnisse von denen einfach festhalten lassen. Lassen Sie die nicht einfach nach Hause gehen. Sagen, stopp, 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 was hast du gelernt? An die Wand pinnen. Teilweise nicht auch nur, was hat man gelernt hinsichtlich des Produktes, sondern auch, was hat dieser Tag dir gegeben? Was hat er dir über User Experience beigebracht? Und so können Sie nämlich die Brücke schlagen von der Erkenntnis Ihrer neuen Nutzer, der Kollegen, zu dem Thema UX Research. Auch ruhig 2 Monate später nochmal nachhalten. Hey, was hat dir das eigentlich nochmal gebracht? Kannst du dich noch erinnern an den Tag, als du da gesessen hast? Wie hat dich das nachhaltig beeindruckt oder bewegt für die nächsten 2 Monate? Von daher die Zusammenfassung für in dem Projekt, auch wenn Sie nicht viel Zeit haben. Ich meine, Zeit ist immer ein Kriterium, aber versuchen Sie, die Kollegen in jeden Teilschritt mit reinzuholen und die Bedeutung von Feedback erkennen lassen. Notfalls aus den rauskitzeln. Das kann man machen, wie am Ende des Tages aufschreiben, was man gelernt hat. Sie können auch die Kollegen dazu bringen, selber einen kleinen Vortrag darüber zu halten im Unternehmen. Muss ja nur 10 Minuten dauern. Wie war das Testing? Wie war es, dem Nutzer gegenüber zu sitzen? Wie hat das funktioniert? Auf jeden Fall versuchen Sie diese, wie so ein guter Psychotherapeut, die Erkenntnis aus dem Kollegen quasi rauszukitzeln. Dann haben wir den 4. Schritt. Was macht man jetzt eigentlich mit den Ergebnissen? Die Kollegen oder Zuhörer, die mich kennen, wissen, ich bin nicht der größte PowerPoint-Fan. In dem Fall würde ich sagen, vielleicht nimmt man auch ein bisschen Abstand von PowerPoint, zumindest als erste Instanz. PowerPoint ist wahnsinnig limitierend und wir dokumentieren mehr, als dass wir Ergebnisse auch wirklich erlebbar machen. Und 3 Punkte, die ich gerne mitgeben würde, und danach habe ich ein paar Ideen zum Thema, wie präsentiere ich eigentlich Ergebnisse, das sind diese hier. Erstens, man sollte versuchen, die Ergebnisse erlebbar zu machen. Wissen Sie, es geht um eine Emotion, um eine Reaktion des Nutzers. Und auch wenn Sie jetzt sagen, ja, aber wir bauen ja keine Smartphones. Nö, aber auch eine Seite einer Krankenversicherung hat eine User Experience. Das ist vielleicht dann nicht Begeisterung, aber es ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Es ist eine etwas ruhigere Emotion. Aber Sicherheit ist eine Emotion, also nicht laut Ekman, aber es ist eine Emotion, denn nehmen Sie Sicherheit weg und gucken, was dann passiert. Von daher machen Sie Ergebnisse auf Ihre Art und Weise für Ihr Produkt erlebbar. Ein schönes Beispiel, was ich hier immer bringe, ist, wir haben mal eine Persona-Studie gemacht und die Kunden sagten uns, ja, wir machen immer Persona, wird aber nie genutzt, weil da steht auf so einem PowerPoint-Slide Tom, der Digitale, mit 40er, mit 2 Kindern. Und die Leute lesen sich das irgendwie nicht so richtig durch oder behalten es nicht. Warum nicht Schauspieler engagieren? Der Tom, der läuft dann einfach durchs Unternehmen und lernt die Leute kennen. Das ist, wie man Ergebnisse erlebbar machen kann. Klar ist das mehr Aufwand. Das ist logisch. Aber wenn man will, dass es hängen bleibt, ist das auf jeden Fall ein adäquater Weg. Und letzten Endes, da auch nochmal sich immer wieder bewusst machen, die Kollegen sind meine Nutzer. Die Informationen, die ich hier gerade verkaufe oder versuche zu vertreiben, die soll hängen bleiben, die soll etwas bewegen. Also wie bereitet man dann diese Informationen am besten auf? Und ich glaube, wenn man diesen Schluss einmal verstanden hat,
auch wenn er recht simpel ist, dann verändert er schon die Art und Weise, wie man an so einen Bericht oder eine Analyse rangeht. Weil man sich überlegt, okay, ich will dem die Ergebnisse nicht einfach nur hinlegen und dann sagen, ja, dann guck halt mal, was du daraus machst, sondern eigentlich will ich, dass das, was in ihm bewegt. Und genau aus dem Grund kann man an solche kommunikativen Maßnahmen anders rangehen. Was kann man da zum Beispiel machen? After-Interview-Workshops. An jedem Abend, an einem großen vorbereiteten Whiteboard oder in einem eigenen Raum, macht man kurze Workshops. Ich meine, wenn Sie in irgendeiner Stadt sind, sich Interviews angucken, hängen Sie eh den ganzen Tag hinter der Scheibe, dann bleiben Sie gerade noch eine halbe Stunde länger, essen eine Pizza gemeinsam und halten fest, was Sie da gemacht haben. Dann geht nichts verloren und es involviert die Kollegen. Das kann man ja noch nachbereiten. Das hier alles muss nicht exklusiv sein, aber es sind Ideen. Zeichnen Sie Storyboards. Statt zu sagen, wir haben Nutzer gefragt, auf dieses Formular zu klicken und dann hat der Nutzer das gemacht und das alles runterschreiben, kann man auch einfach scribblen. Man kann einfach kurze Storyboards schreiben für gewisse Situationen, um die Ergebnisse erlebbarer zu machen. Man kann die Sprache der Designer sprechen. Man drückt Erlebnisse aus in User Stories und Jobs to be done, statt in Likes oder Dislikes oder Bedürfnissen, um mehr auf Entwickler und Designer einzugehen. Man kann Personas erstellen, vorstellen und die einfach wie Schauspieler durch die Ergebnisse laufen lassen, Workshops durchführen. Natürlich, Präsentationen sind immer noch da. Szenario-Maps erstellen, die ähnlich wie Storyboards sind, aber etwas detaillierter. Videozusammenfassungen sind immer gut. Wenn Sie ein Produkt haben, was anfassbar ist, kann man auch so eine Art Mini-Museum erstellen, indem man die Kollegen durchführt und Porträts an der Wand hat oder Ausstellungsstücke oder Dinge, die vielleicht symbolisieren, was da nicht funktioniert. Wenn alle ihre Kunden quasi sagen, naja, das schmeckt wie eine Milchschnitte, dann legen Sie da eine Milchschnitte daneben. Einfach um zu schauen, dass man das erlebbar macht, was erlebbar sein soll. Und natürlich hat man auch die Möglichkeit, Nutzer mal mit in eine Präsentation mit reinzunehmen. Sehr unkonventionell, aber auch hierfür besteht die Möglichkeit, einfach das Nutzerfeedback mal wirklich zu nutzen. Und vom Nutzer zu hören, in der großen Bandbreite, hey, das hat mir einfach nicht gefallen, weil. Das sind so Sachen, wie man Ergebnisse auch anders präsentieren kann. Ich weiß, ich hatte mit einer Kollegin von Rewe Digital darüber gesprochen, die irgendwann sagte, ja, finde ich alles gut, würde ich auch alles gerne machen, aber mein Vorstand braucht PowerPoint-Präsentationen. Was soll ich hier anderes machen? Leider habe ich dafür auch nicht das absolute Totschlagargument. Ich denke aber, eine Zeit lang muss man wahrscheinlich beides machen, bis auch dieser Nutzer sozusagen überzeugt ist. Dann, wenn man das erfolgreich gemacht hat, ist natürlich die Frage, was kommt nun? Wahrscheinlich nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Man muss immer wieder am Ball bleiben, immer wieder erklären, immer wieder überzeugen. Man muss an den Leuten dranbleiben und sie versuchen, zu dieser Erkenntnis zu bringen und die rauszukitzeln. Was hat's gebracht? Wie hast du die Ergebnisse umgesetzt? Was gedenkst du jetzt zu machen? Wann könnte dir Nutzerfeedback wieder helfen? Erfolge auch ruhig teilen. Also wenn zum Beispiel ein UX-Research-Projekt einen großen Unterschied gemacht hat, dann auch ruhig einfach damit rausgehen. Es ist okay, sich damit ein bisschen Ruhm zu bekleckern, damit andere Kollegen einfach merken, es funktioniert. Helden schaffen. Wenn was Ruhmmäßiges angefallen ist und es tolle Erfolge gab durch UX-Research, erzählen Sie nicht selber davon. Am besten lassen Sie den darüber berichten, der es erlebt hat. Weil zwei Dinge stehen damit fest. Erstens, diese Person, dieser gerade geschaffene Held, der darüber berichtet, wie toll alles war, lassen Sie ruhig den all die Lorbeeren haben, der ist dem Thema auf jeden Fall ab sofort verschrien. Und andere werden merken, dass solche Lobeshymnen nicht durch Sie kommen, den ewigen Verfechter von UX-Research im Unternehmen, sondern auf einmal durch eine andere Person. Also eigentlich gewinnen Sie nur damit, wenn Sie eine kleine UX-Revolution anzetteln wollen. Genau. So, zwei Sachen zum Schluss zum Webinar. Erstens, denken Sie doch auch daran, der Kollege ist ein User. Ich finde tatsächlich, als ich mir das überlegt habe, der Gedanke ist nicht ganz neu bei mir, aber ich hatte ihn, glaube ich, um Weihnachten rum, als ich in New York war. Und da habe ich mir gedacht, Mensch,
Wir sprechen immer von UX Research, als wäre das nur Endkunden oder B2B-Kunden. Aber eigentlich ist jede Person, mit der ich auch im Unternehmen hier zu tun habe, auch irgendwo mein Nutzer. Und ich bin sein Nutzer. Und wenn man eine User Experience schaffen will, indem man Dinge einfach etwas anders betrachtet, und wenn man diesen Blickwinkel hat, dann verarbeitet man Informationen, glaube ich, auch ganz anders und geht anders an einen Überzeugungsversuch heran, an Ergebnisse heran. Und das beeinflusst unsere Kommunikation maßgeblich. Und dann darf man auch nicht vergessen, ich als Psychologe muss nochmal darauf hinweisen, dass dieses Kommunikationsmodell, Sie sagen was, das ist dann Signal, dann gibt es eine Störquelle, das wird dann empfangen, aber der Empfänger ist heute nicht so gut drauf, deswegen versteht er sowieso alles falsch. Das hat auch für uns die Relevanz. Gerade im beruflichen Kontext, wo noch sowas draufkommt wie Ego und Karriere und Motivation, das sind noch mehr Signale und noch mehr Störquellen. Von daher müssen Sie sichergehen, dass Sie es auf allen möglichen Wegen versuchen, jemanden zu erreichen. Denn nur wenn er es beim ersten Mal nicht kapiert hat, was UX Research ist und warum das wichtig ist, dann macht man es beim zweiten Mal oder dritten Mal oder vierten Mal oder fünften Mal. Geben Sie da wirklich nicht auf. Und als Abschluss dieses kurzen Webinars habe ich natürlich noch ein Zitat rausgesucht, was ich irgendwie sehr schön fand. Creativity is a natural extension of our enthusiasm. Wenn Sie darüber nachdenken, ist das genau das, was wir versuchen, in den Kollegen zu etablieren. Enthusiasmus. Wir versuchen, die begeistert zu sein vom UX-Gedanken, begeistert davon zu sein, eine großartige UX zu schaffen für die Nutzer. Und deswegen sollte das unser Bestreben sein. Denn wenn dieses Zitat recht hat und Kreativität quasi automatisch daraus folgt und Kreativität im Produktdesign, im Entwicklungsprozess oder in neuartigen Lösungen, dann müssen wir uns eigentlich nur um den Enthusiasmus kümmern und liegen dann damit ganz weit vorne auf der UX-Research-Kommunikationswelle. Das war's von mir. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken. Ich werde die Aufnahme gleich beenden und selbstverständlich können Sie mir danach aber noch Fragen stellen. Also für alle Personen, die das jetzt auf YouTube schauen oder wie anders, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.